Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Super, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute ist Dienstag und als erstes, bevor ich überhaupt mit dem Video losstarte, wollte ich was loswerden. Und zwar meine liebe Anja Morawska, alles, alles Gute zum Geburtstag. Ja, heute ist nicht nur Weltfrauentag, heute hat auch eine Abonnentin von mir, die liebe Anja, Geburtstag, ja. Alles, alles Gute und auch allen Frauen und Mädels auf meinem Kanal, die mir hier meine Videos hoffentlich täglich angucken. Alles, alles Gute zum Weltfrauentag. Liebe, Gesundheit, vor allem jetzt in diesem Moment auch Frieden wünsche ich allen. Also der Tag ist herrlich. Es ist wirklich Sonnenschein und okay, wird immer wärmer. Momentan war das vorhin, als wir losgefahren sind, noch minus. Also es ist jetzt kurz nach 11 und ich bin gerade nach Hause gekommen, also vor 20 Minuten ungefähr. Dirk saß hier noch und hat Kaffee getrunken, habe ich gleich mich dazu gesellt. Mach mal ein bisschen Licht, Moment. Vielleicht ist das ein bisschen besser. Nee, nicht wirklich. Naja, auf jeden Fall war ich schon von kurz nach 8 bis jetzt unterwegs. Isabel hatte ihren Termin bei der Berufsfachschule für Ergotherapie und ich habe dann... ja, auf sie warten müssen. Eigentlich wollte sie, dass ich mitkomme. Dann waren wir rein. Und ich wurde rausgeschmissen von der netten Dame. Die meinte nur, du brauchst doch keine Mami dabei, ne? Also sie dürfen das mal hier ein bisschen spazieren gehen. Und dann wurde mir gesagt, 20 Minuten. Wie lange habe ich gewartet? Fast eine Stunde. Bin da ein bisschen rumgelaufen. Habe komplett neue Sachen für mich entdeckt, obwohl ich hier seit 22 Jahren lebe in der Gegend, wusste ich gar nicht, was da am Bahnhof ein bisschen weiter ist, wenn man so ein bisschen läuft, ne? Und danach habe ich Isabel zur Arbeit gebracht, weil das war natürlich deutlich schneller. Die war dann in 10 Minuten schon bei der Arbeit. Und mit Zug und Bus hätte sie wahrscheinlich, wenn sie auf Zug wartet, bestimmt fast eine Stunde insgesamt gebraucht. War dann besser so. Und wenn ich schon da war, habe ich gedacht, gehst du zum russischen Laden. Da war ich im Olympiamarkt und habe nur ein paar Kleinigkeiten gekauft. Ach so, ja. Und von den Verkäuferinnen habe ich ein Blümchen bekommen. Eine schöne Rose zum Weltfrauentag. Das ja, fand ich auch sehr schön. Ist doch süß. Ich habe mir keinen Blumenstrauß gekauft. Ich wollte noch kurz vielleicht hier beim Edeka oder so ranfahren und mir Blumenstrauß kaufen. Aber dann habe ich gesagt, oh, nö, brauchst du nicht. Muss nicht unbedingt sein. Kostet Geld, verwelkt irgendwann mal. Brauche ich das nicht wirklich. Aber ich zeige euch, bevor ich so richtig in den Tag starte mit Haushalt und sonst was alles, zeige ich euch, was ich beim Olympiamarkt gekauft habe. Das sind nur ganz wenige Sachen hier. Ne, also diese Kiste und dann hier, das hebe ich jetzt nicht unbedingt hoch, könnt ihr so gucken. Das ist jetzt die Limonade, die ich häufig kaufe. Manchmal ist das Buratina, ne? Manchmal ist das jetzt Arlecchino. Ne? Ich habe diesmal das, was direkt so näher dran stand, habe ich genommen, aber im Prinzip ist es eigentlich das Gleiche. Schmeckt wirklich fast gleich. Mein Mann nennt das Bonche-Wasser, aber die Kinder und ich, wir lieben das Zeug. Ich kaufe mir auch immer, die Flasche ist im Auto, hole ich gleich, damit ich die da nicht rumfliegt. So ein halber Liter davon noch. Ich habe, das ist Chiburashka gewesen, was ich gekauft habe. Also so die Namen von den Sorten, die Limonaden. Einfach zum gleich so trinken. Ne? So eine 1,5 Liter Flasche trinkt man nicht gleich aus. Was habe ich noch alles gekauft? Für mich, Geliebte von mir, habe ich die Pirogene, also diese kleinen Küchlein, die bei uns in Kasachstan damals zur Sowjetunion für 22 Kopeker gab es. Die gibt es da schon so lange nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich da bin, frage ich sogar und die so, nö, kommt nicht und so. Aber diese hier schmecken genauso. Das sind solche Biskuitrollen mit Eiweißcreme drauf und so weiter. Sind nur 2 Stück. Ich habe mir gedacht, ich kaufe das mir. Ich wollte das schon so lange haben. Jedes Mal, wenn ich im russischen Laden bin, will ich das kaufen. Und immer wieder, also
diese viereckigen Dinger, ne, die Pirogen, ne, gab's nicht. Und jetzt, und so eine ganze Torte ist mir zu viel, zu teuer, ne, dann isst kaum das eine außer mir. Und diesmal habe ich gedacht, ach nee, ich nehme mal diese zwei Stücke mit. Genau, nur für heute. Was habe ich noch gekauft? Ja, für die Kinder, die wollen das, die mögen das total gerne tatsächlich. Aus dem russischen Laden schmeckt das ein bisschen anders als dieses chinesische oder eben asiatische, diese Nudelgerichte. Ja, und ich habe jetzt hier von der einen Firma, war fast ausverkauft, deswegen, Doshirak, das sind diese, ja, Instant-Nudeln. Diese hier sind mit Hühnchenfleisch, also Hühnerfleisch, also sowas wie Hühnersuppe kann man das nennen. Und hier mit Rind. Einmal. Und dann habe ich von der anderen Firma gekauft, Anacom nennt sich die Firma, das ist mit scharfen Hühnerbouillon, ne? Also einmal. Von dieser war gar keiner mehr da, also ich habe nur noch die letzte erwischt. Ist ja, ja gerade nicht ganz so einfach. Und dann habe ich das bei ganz vielen, also bei einigen jetzt letztes Jahr Ostern gesehen, bei den Mädels, bei den russischen, die haben das hier auf die Eier, das sind so, ja, sofort Klebedinger für Ostereier. Muss man dann auch nicht wirklich färben, wenn man nicht will. Ich habe dann an der Kasse gefragt, wie funktioniert das, und die hat gesagt, einfach hier so abtrennen, ne? Das sind so Täschchen quasi, ne? so Ringe. Und dann kochst du erstmal die Eier, lässt die abkühlen und dann steckst du ein Ei so richtig schön rein hier, damit es auch ordentlich ist. Und dann Wasser richtig sprudeln, kochen in so einem Topf oder so. Und dann nimmst du das auf einen Löffel und tunkst es nur ganz schnell rein. Und das ist ja Plastik halt, ne? Das ist so Folie. Und das klebt sich sofort einfach auf das Ei drauf. Und das habe ich mir jetzt mitgenommen, also hier so die Matrioschkas und einmal mit Schmetterlingen, habe ich mir gedacht. Probiere ich aus. 80 Cent oder so hat so ein Dings hier Band gekostet. Ich dachte mal ausprobieren, einfach mal was anderes. Dann, für heute, ich überlege noch, ob ich zu meiner Mama kurz fahre oder so. Für meine Mutter habe ich einfach mal was gekauft. Das ist sogar, ich glaube, aus Kasachstan. Rachat, ja, Kasachstan, kasachische Firma. Steht sogar das Praznikam, also mit Feiertag, ne? Habe ich so Pralinchen gekauft. Fand ich einfach mal schön. Ja, eine kleine Aufmerksamkeit. Dann, ja, logischerweise, ich habe keine mehr, weil hier, ne, immer wieder Hilfe dabei ist, die meine Pralinen auf ist. Und Xana hat es immer noch nicht nachbestellt, obwohl ich das schon die letzten Wochen immer wieder gesagt habe, wo ich mal da war, dass keine mehr da sind. Die, ja, ja. Und dann hat sie es vergessen anscheinend. Meine Zolotaya Lilie, ne, goldene Lilie. Die Pralinen gab es nicht so zum Abwiegen. Musste ich wieder in Tüten mitnehmen. Dafür habe ich aber zum Abwiegen jeweils nur zwei Stück, so neue Sorten, die ich entdeckt habe. Hier sind so ein paar Pralinchen. Ich muss unbedingt bald Easy mir schnappen und das Video machen mit russische Süßigkeiten probieren. Jetzt habe ich noch extra ein paar davon dazu gekauft. Dann zum Verschenken, weil ja demnächst gibt's, wo ich was verschenken kann. Auch einmal die goldene Lilie, Pralinen in so eine Geschenkschachtel. Und dann, die Kinder haben es ja letztens zum Probieren gekauft. Und das ist einfach nur super. Und in so einer Geschenkpackung finde ich das einfach nur schön. Schenke ich das auch. Und dann habe ich eine Mini-Matrioschka gekauft. Auch zum Verschenken. Ich hoffe, die Person sieht, die guckt meine Videos eigentlich gar nicht. Also habe ich mir gedacht, ich kaufe diese Matrioschka und schenke sie demnächst. Oh, das ist, ich liebe Matrioschkas, aber
Ja, gibt es ja nicht so oft zu kaufen. Ich weiß, dass es online auf eBay was gibt. Da machen welche aus der Gruppe Russisches Essen die selber auch als Anhänger und so. So Schlüsselanhänger oder irgendwie, ne? Wollte ich schon längst mir das angucken, vielleicht mit der Person mal in Kontakt treten, aber noch nicht geschafft. Ja, das ist jetzt alles. Das war nur so ein Mini-Mini-Einkauf, ne? Also das wollte ich unbedingt eben wegen Pralinen und wegen Limonade hin und der Rest ist dann so dazugekommen. Ich werde jetzt das hier schnell wegräumen. Auf jeden Fall, der Kuchen muss in den Kühlschrank, bevor ich den heute Nachmittag verspeise. Mal gucken, ob ich davon viel abkriege. Aber hier ist die Katastrophe pur. Gestern Abend, als wir gegessen haben, lief der Geschirrspüler gerade noch. Heute früh hatte ich logischerweise morgens um kurz nach 7 keine Zeit, als ich da aufgestanden bin, mich fertig machen und so und losfahren mit Isabel. Und gestern Abend wollte ich eigentlich, dass Isabel das macht. Aber sie war schon eingeschlafen, als der Geschirrspüler fertig war. Und deswegen, tada, Katastrophe pur. Da steht Geschirr noch von gestern sogar. Und Dirk hat heute früh auch, also hat heute Vormittag auch, ich war weg, nur da einfach länger geschlafen. Ja, ist ihm auch gegönnt. Normalerweise ist der bei uns der Frühaufsteher. Ja, aber jetzt muss ich hier den Geschirrspüler machen. Den Herd habe ich gestern logischerweise auch nicht geputzt und der sieht aber furchtbar aus. Da ist mir gestern einiges ausgelaufen, wollte abhauen. Und noch ein paar andere Sachen im Haushalt stehen an. Weltfrauentag hin oder her. Haushalt hat keiner abgeschafft. Genau, ich räume das weg und dann lege ich los. Ich nehme euch einfach mal mit, was auch immer ich heute noch mache. Und wünsche euch viel Spaß beim weiteren Video.
Jetzt 6:30 und ich habe gerade Pommes und Nuggets in den Ofen geschmissen, weil meine Pläne fürs Abendessen wurden komplett über den Haufen geworfen. Irgendwann mal am Nachmittag hat Christian geschrieben, jemand anders muss Isabel abholen, ich schaffe das nicht. Da saßen wir erstmal mit Papa und mussten erstmal lachen. Ja, müssen wir mal knobeln, wer von uns fährt jetzt, ne? Wir haben dann geschrieben, sag dann Bescheid, wenn es tatsächlich so ist, ne? Weil das war noch lange vom Feierabend. Und dann schreibt er dann tatsächlich so Richtung doch 16 Uhr oder so, schreibt er nochmal, ja doch, jemand muss Isabel abholen. Okay, will der Typ mich jetzt veräppeln? Jemand anders muss Isabel abholen. Ja klar, wir haben hier so große Auswahl an Leuten, die Isabel abholen können sonst, ne? Das heißt, ich musste Isabel abholen vom Bahnhof und ja, dementsprechend konnte ich das jetzt nicht machen, was ich wollte. Ich wollte eigentlich Resteverwertung machen, Stampfkartoffeln irgendwie weiterverarbeiten. Habe ich jetzt einfach keine Lust mehr und auch die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten. Wir sind nun ganz kurz bei Peni rein und haben Nuggets und Pommes geholt. Ich hätte es liebend gerne gehabt, dass wir irgendwas bestellen, aber naja. Wollte da jetzt einer meiner nicht, gibt es heute Pommes und Nuggets. Und deswegen gibt es heute jetzt nichts mehr zu sehen. Pommes und Nuggets aus dem Ofen muss ich euch nicht unbedingt zeigen. Mag man so, wie es auf der Verpackung steht. Ne? Mehr auch nicht. Ja, und an dieser Stelle werde ich mich deswegen jetzt auch von euch verabschieden. Ich hoffe, dieses kleine Video mit nur ein bisschen Haushalt und Mini-Haul aus dem Olympiamarkt hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ihr Lieben.